was mir Kraft gibt, da komme ich jetzt wirklich nochmal zu meiner Mutter und zu meiner Oma. Ich bin die ersten 16 Jahre noch in der DDR aufgewachsen. Wir sind dann ausgereist und ich bin in der Zeit, als ich noch in Dresden gelebt habe, habe ich gesehen, dass Frauen selbstbewusst waren, ihre Frau gestanden haben und ihr Leben einfach gemeistert haben. Und auch sehr mit Disziplin. Und vor allen Dingen auch in dem Hinblick, nicht einfach irgendwo zu stagnieren, sondern auch sich weiterzuentwickeln. Das war sehr wichtig für mich und ansonsten hat mich dann geprägt, als ich bei der Stadt angefangen habe, hatte ich einen Chef, der da keinen Unterschied gemacht hat. Der hat die Frauen nicht in eine Rolle reingesteckt. Und das muss man sagen, das bei der Feuerwehr damals. Ich war in einem reinen Männerbetrieb. 80 Männer, 3 Frauen und das fand ich dann doch sehr beeindruckend. Später dann habe ich mich bei der Stadtverwaltung weiterentwickelt. Ich habe erst im mittleren Dienst angefangen, dann im gehobenen und bin mittlerweile nach 27 Jahren Beruf im höheren Dienst gelandet. Und das ist als Frau auch bei der Stadtverwaltung nicht einfach. Und da gab es dann immer wieder Hürden, die ich nehmen musste, wo man dann auch gemerkt hat, dass Männer doch durch ihr Netzwerk besser vorangekommen sind, aber über die Dauer und diese Disziplin habe ich es dann geschafft, auch weiter vorzukommen. Und durch meine Art ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ich habe mir immer gedacht, so wenn ich jetzt ein bisschen schüchtern war oder mutlos oder Angst hatte oder zu sehr selbstreflektiert, habe ich mir immer eine Frau vorgestellt, die mir wichtig ist, die ich wahnsinnig präsent fand und habe dann einfach den Schalter rumgehauen und habe dann so getan, als ob ich einfach sie wäre und habe dann meinen Weg gemacht. Und das kam auch gut an bei vielen. Bei vielen kam es auch, dass sie sagen, okay, ja, es gab ein paar, die hat es irritiert und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der gesagt hat, oh Gott, die. Ja.